Das Universum ruft, öffne dein Herz für den magischen Lichtstrahl aus Andromeda. Wir befinden uns gerade in der intensiven Einstrahlung der Lichtstrahlen von Andromeda. Was das alles bedeutet, erzähle ich dir im Video und du bekommst auch eine Übung, was du damit machen kannst und natürlich eine Botschaft von Mai Medana. Das Universum ruft dich mit den Liebeswellen von Andromeda. Die Liebeswellen von Andromeda sind da, um unsere Urweiblichkeit zu fördern, zu stärken und wieder zum Erblühen zu bringen. Wir werden über den magischen Lichtstrahl von Andromeda an unsere Weiblichkeit erinnert. Dies gilt für die Männer und für die Frauen. Jeder trägt einen Anteil Weiblichkeit in seinen Körper. Weiblichkeit bedeutet, sich fallen lassen zu können, vertrauen zu können, hüten und beschützen, sich hingeben, kreativ sein, singen, malen, lesen, schreiben. Ihr wisst, was das alles bedeutet. Und jeder wird so für sich seinen eigenen Weg in die Kreativität oder in die Weiblichkeit finden, allein mit dieser Energie, die jetzt hier auf die Erde strömt. Und Andromeda hat mich schon immer sehr fasziniert. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und gerade wird mein Buch über das kosmische Wissen von Andromeda gedruckt und es wird also am 22., 23. Juli zum Festival das erste Mal erhältlich sein. Wer jetzt nicht zum Festival kommt, kann über den Link unten das Buch auch vorbestellen und ihr werdet sehen, was für eine große Liebe in diesem Buch ist und wie viel galaktisches Wissen uns von Andromeda zur Verfügung gestellt wird. Das passt so gut jetzt in diese Zeit, weil gerade eben die Andromeda-Lichtwelle uns zur Verfügung gestellt wird. Es geht darum, wieder zu mehr Menschlichkeit zu finden. Es geht darum, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnen, dass wir liebevoll mit uns sprechen und einander achten. Viele Dinge, die in der aktuellen Gesellschaft oft untergehen und diese aktuelle Energieeinstrahlung wird unsere Weiblichkeit auf eine ganz andere, neue Dimensionsebene anheben. Wir kommen da bei dieser Anhebung mehr in das Göttliche hinein. Je mehr wir unsere Energie anheben, umso mehr sind wir bereit, die anderen höheren Dimensionen zu erleben und zu fühlen. Und diese Lichteinstrahlung hilft uns sehr dabei. Deswegen freue ich mich, dass du da bist und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, damit du auf jeden Fall alle Energien mitbekommst, die auch Mai Medana dann in der Botschaft uns übertragen wird. Und ich habe jetzt eine kleine Übung für dich, wie du schon mal für dich ganz alleine und ganz schnell, auch wenn du möchtest, dich mit diesen Andromeda-Wellen verbinden kannst. Wichtig ist es, dass du gut geerdet bist, dass du deinen Fokus auf das Innere, auf dein Herz legst, tief ein- und ausatmest und zur Ruhe kommst. Und dann lege die Hände zum Namaste zusammen und spüre, wie du dadurch noch mehr in deine Mitte kommst und rufe Mai Medana. Rufe Mai Medana und die Andromeda-Energiewellen. Denn wenn du sie rufst, kommen sie verstärkt zu dir. Und dann öffne dein Herz und lade die Energien ein, dich zu berühren. Du wirst so eine Berührung, eine Energiewelle spüren, die zu dir fließt. Und dann bitte diese Energie, dich dort zu berühren, wo es wichtig ist, wo du gerne Erlösung möchtest. Dann warte einfach ein bisschen, nimm dir so viel Zeit, wie du es dich gut fühlst, folge deiner Intuition und nach einer Weile, wenn du spürst, dass die Energie nachlässt, kannst du wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen, indem du dich vorher bedankst bei der Energie, bei Andromeda und dann ganz bewusst die Augen öffnest und wieder hier in deinem Sein bist.
Probiert das aus. Ich werde auch auf Telegram noch mal eine andere Übung zur Verfügung stellen, einfach um euch zu unterstützen. Und mir ist es wichtig, dass wir uns tatsächlich auch mit dem Universum immer wieder verbinden, denn da ist so viel Kraft für uns, so viel Kraft und Unterstützung, die uns ja im täglichen Leben immer wieder in die Mitte bringt, beruhigt und ausgleicht und natürlich auch Negatives transformiert. Und jetzt kommen wir gleich zu dieser wunderschönen Botschaft von Mai Medana. Ich zeige euch jetzt erst nochmal Mai Medana, damit ihr ein Bild von ihr habt, damit ihr sie euch besser vorstellen könnt. Hier ist also Mai Medana, da seht ihr sie, dieses wundervolle Wesen. Ihr seht also diese Liebe, die aus ihr herausstrahlt. Und sie ist eine Meisterin des Herzchakras. Sie bringt uns so viel Liebe und sie wird uns heute helfen, in das Geheimnis der Andromeda-Toröffnung hineinzugehen und die faszinierenden Energien, die daraus hervorgehen, einfach anzunehmen und zu spüren. Du wirst erleben, dass die Energie der Andromeda-Galaxie dein Herz für eine wahre Transformation öffnen wird. Ich schalte jetzt mal wieder um, dass du mich wieder siehst. Es spielt absolut keine Rolle, ob du jetzt schon Erfahrungen hast mit dem Spirituellen oder noch nicht. Es ist einfach wichtig, dass du versuchst, dich einfach fallen zu lassen, dass du deinen Verstand sagst, lass mal die Kontrolle los. Ich möchte das jetzt einfach mal so erleben, wie es ist. Bereite dich darauf vor, dass du eine tiefgreifende Verbindung mit der Energie bekommst und dadurch zu deinem Herzen. Und ihr könnt Bilder bekommen oder besondere Botschaften, könnt ihr jetzt in der Botschaft auch für euch bekommen. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir unter das Video, was ihr erlebt habt und teilt es mit uns, sodass wir voneinander profitieren können und uns unterstützen können. Und ja, abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir haben gesehen, dass nur 50% der Menschen, die uns anschauen, uns abonniert haben. Und das finde ich eigentlich schade, weil es ist doch eine Art der Wertschätzung, die wir uns gegenseitig geben können. Ihr Lieben, ich freue mich jetzt sehr auf die Botschaft und ich freue mich auf dich, auf deine Kommentare, die du unter das Video schreiben wirst. Geliebte Seelen des Lichtes, geliebte Menschen der Erde, voller Freude begrüße ich dich mit dem Segen des Lichtes von Andromeda. Mein Name ist Mai Medana und ich bin eine kosmische Schwester und eine Botschafterin von Andromeda. Mein Hauptgebiet ist das Herzchakra, die Heilung des Herzchakras. Und so bin ich heute zu dir gekommen, um dich zu unterstützen auf allen Gebieten, wo es für dich wichtig ist. Geliebte Seelen, inmitten der energetischen Geliebte Seelen, inmitten der energetischen Wogen der Andromeda-Toröffnung, die jetzt gerade beginnt, möchte ich dir eine Botschaft der Liebe und Heilung überbringen. Ich stehe bereit, um dich mit dem strahlenden Lichtstrahl aus unserer Galaxie zu unterstützen. Diese Zeit der Toröffnung bietet eine wunderbare Gelegenheit zur Heilung und Stärkung deines Herzchakras. Denn das Herzchakra ist das Tor zur bedingungslosen Liebe, zum Mitgefühl und tiefer Verbundenheit mit allem, was ist. Es ist ein Ort der Vergebung und des inneren Friedens.
So lasst uns nun gemeinsam in einem Akt der Hingabe und Öffnung deines Herzens die Heilung und den Lichtstrahl aus Andromeda genießen. Wenn du einverstanden bist, dann schließe nun deine Augen und finde einen ruhigen Ort in deinem Inneren. Konzentriere dich auf dein Inneres. Komme mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit. Atme tief ein und aus, während du dich in deinem Herzen einfindest. Fühle, wie der Raum um dich herum sich jetzt mit einer liebevollen Präsenz erfüllt. Und stell dir vor, dass du nun von einem sanften, strahlenden Licht umgeben bist. Dieses Licht kommt direkt aus den Sternen von Andromeda, aus meiner Heimat. Es trägt die reinste und heilsamste Energie in sich, die es bei uns gibt. Und so fließt dieses Licht zu dir und umgibt dein gesamtes Sein. Spüre, wie dieses Licht in dein Herzchakra einströmt und dort eine sanfte und liebevolle Heilung initiiert. Es löst alte Verletzungen und Blockaden auf und bringt Klarheit und Harmonie in dein Herz. Fühle, wie das Licht dein Herzchakra mit bedingungsloser Liebe und Mitgefühl erfüllt. Es öffnet und erweitert. Mit jedem Atemzug wird das Licht intensiver und strahlender. Erlaube dir, vollständig in diese Liebe einzutauchen und dich von ihr durchdringen zu lassen. Lass die heilende Energie des Lichtstrahls aus Andromeda dein gesamtes Sein durchdringen. Lass ihn jeden Aspekt deines Seins umarmen und in Harmonie bringen. Während du diese wundervolle Energie empfängst, spürst du auch den Ruf in dir, ganz tief in deiner Seele, dieses Licht in die Welt auszustrahlen. So lasse den Lichtstrahl aus Andromeda durch dein Herzchakra hindurchfließen und sende ihn mit jedem Atemzug in alle Richtungen. Sei ein Kanal der Liebe der Herzen, des Mitgefühls und der bedingungslosen Liebe. Sende bedingungslose Liebe an alle Lebewesen auf diesem Planeten und darüber hinaus. Deine Ausstrahlung trägt dazu bei, das kollektive Bewusstsein zu erhöhen und den Weg des Lichtes zu ebnen. Dein Wirken
Was du gerade vollziehst, ist sehr wertvoll und dient zum Wohle aller. Geliebtes Wesen des Lichtes, die Toröffnung von Andromeda bringt Unterstützung für alle Menschen. Und sie bereitet dich darauf vor, dein Herzchakra mit der Energie der höheren Dimensionen zu verbinden. Es unterstützt deine Urweiblichkeit und bringt dein Energiefeld auf den nächsten Level. Und so möge Frieden, Mitgefühl und Liebe auf die Erde fließen, durch deinen Kanal, den du gerne zur Verfügung stellen darfst. Und so wünschen wir von Andromeda uns, dass in diesen 10 Tagen Heilung auf der Erde geschieht, dass die Liebe viele Menschen finden wird und die Herzen von denen berühren wird, die es schwer haben oder die von negativen Strukturen gefangen halten. Eine große Transformation ist möglich. Und je weiter du dich öffnest, umso tiefer kann diese Transformation gehen. Und so betrachte ich dich voller Liebe, liebes Wesen der Erde. Ich kann dir versichern, du bist auf dem richtigen Weg. Und wir, die Wesen von Andromeda, sind bei dir. Rufe uns, wenn dir danach ist. Wir werden sofort zur Stelle sein. Und so sende ich dir den Segen des Lichtes, voller Freude über das, was heute geschah, zum Abschied. Und grüße dich mit meiner Liebe, deine Schwester Mai Medana. Bleibe noch ein wenig in dieser Energie und genieße die Töne des Universums, währenddessen auch ich mich, Nirjana, von dir verabschiede. Ich wünsche dir das Allerbeste vom Besten.